Hallo und willkommen zurück bei Satisfactory. Ja, ich habe jetzt mal gegoogelt, ein bisschen nachgeguckt. Ich habe keine Ahnung, wie ich die Charaktere wegkriegen kann. Ich glaube, das geht gar nicht. Also ich finde nichts bei Google. Ich habe Konsole gesucht, ich habe nach Cheats gesucht. Ich habe alles irgendwie durchsucht. Ich war in den Foren von dem Spiel. Aber anscheinend bin ich der Einzige, der dieses Problem hat. Also nirgendwo steht was. Ich weiß nicht, wie ich die alten Spielfiguren weghaben muss. Ich habe mich jetzt mal angemeldet. Weil vorher war ich ja immer irgendeine Nummer. Jetzt habe ich das mal verifiziert. Ja, das Problem ist jetzt nur, dass diese Person hier voll im Weg steht, ne? Ich krieg die auch nicht weg. Jetzt habe ich natürlich keine Ressourcen. Ja, was ich jetzt letzte Folge danach noch schnell gemacht habe, weil ich das Spiel verlassen habe, ich habe hier eine Truhe hingestellt, wo ich all meine Ressourcen reingetan habe, die ich dabei hatte. Aber es ist halt jetzt irgendwie doof, ne? Ich glaube, wir werden mal ein paar Bäume fällen. Ach, das funktioniert sogar. Ja, ich habe mich hier hingestellt. So, wir werden jetzt hier... Wieso kriege ich denn jetzt Kalkstein? Ich will keinen Kalkstein. Ich will Holz. Boah, fällt mir mal so einen dicken Baum, oder? Dann bin ich mal gespannt. 25 nur. So viel Holz geben die gar nicht. Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Dass ich aber auch die ganze Zeit Kalkstein bekomme. Ich hoffe, die Bäume respawnen auch. Man verbrauchen die ja auch. Also es verbraucht ja auch Treibstoff. Na gut, ich krieg ja schon ein bisschen was zusammen. Aber leider nicht so viel, wie ich mir erhofft habe. Oh, ein bisschen Platz habe ich noch. Oh, das stört mich so ungemein, ne? Oh.
Da geht auf einmal die Energie aus. Wir sind ja schon auf dem Rückweg. Ich habe auch überlegt, einen separaten Raum zu machen, der ein bisschen abgeschlossen ist. Ich glaube, das machen wir jetzt auch. Den setze ich hier dran. Na, wobei, wir machen es hier. Dann machen wir hier so eine kleine Rampe hin. Kriege ich hier zwei nebeneinander hin? Ja gut, ich muss erstmal hier den Boden dann wohl was verlängern. Ja, es müsste aber gehen so. Ich würde hier gern zwei nebeneinander hinpacken. So, das würde gehen. Man soll hier nicht reingehen können. Okay. Okay, das funktioniert. Aber noch nicht so, wie ich es haben will. Wir machen es so. Wenn wir es jetzt hier hin machen. Ja, es ist schon besser. Machen wir auch direkt die Wände drumrum. Und dasselbe machen wir hier jetzt auch nochmal. Ich hoffe, das passt auch nachher. Sonst muss ich wieder ein bisschen umgestalten. Aber ich will halt nicht zu nah hier rankommen. Aber ich hätte das gern hier halt gehabt. So. Genau, der muss so sein.
Also hier geht's raus. Mann, ey. Okay. Und hier geht's wieder rein. Gucken wir mal, ob das geht. Nein, da wird's nicht gehen. Wieso geht denn das andersrum nicht? Der ist doch richtig rum, oder nicht? Ist der doch falsch rum? So. Okay, das wird funktionieren. Kommt man hier... hier rein und da raus. Jetzt brauchen wir Konstruktionsteile. Ach ne, wir brauchen noch einen Sortierer, ne? Ach, wir haben den gar nicht. Also ich hatte so die Idee, der eine macht jetzt Biomasse aus Blättern, der eine Biomasse aus Holz und die beide gehen dann in Bio-Brennstoff. Und der Bio-Brennstoff geht wieder dahin, aber das passt nicht. Verdammt. Das muss ich größer bauen. Schade. Mache ich alles nochmal weg hier. Ich brauche halt mehr Teile, ne? Ich kann ja mal genau gucken, was ich brauche, damit das sehr gut funktionieren würde. Ich glaube, ich bräuchte Tier 3. Deswegen, ja komm, schließen wir das einfach mal schnell ab, oder? Farbe. Ich habe kein Kupfer. Ich nehme mal alle von den Dingern mit. Und stell mal ein paar von denen hierher. Die Produktion steht, kann das sein? Ach so, der Strom ist ausgefallen. Ja, super. Dann müssen wir jetzt zuerst mal Biomasse herstellen. Dann machen wir das nochmal schnell von Hand. Ja, was heißt schnell, ne?
So, den lassen wir hier. Kettensäge lassen wir mal hier. Die Blumen lassen wir hier. Fangen wir schon mal an, den herzustellen, damit wir mal im Inventar wieder Platz haben. Viel zu viel Müll im Inventar, das kann ja so nicht angehen. Wir können auf jeden Fall genug herstellen, um alle zu befeuern. Ich hoffe, wir kriegen bald, also bei Tier 3 dann eine bessere Methode. Also eine noch bessere Methode als Biobrennstoff. Am besten wäre halt so Kohle, aber dann müssen so, aber dann auch mit einer Kohlemine. Dass ich nicht manuell immer die Teile auffüllen muss, das wäre halt echt praktisch. Aber das sind ja auch hier die Luxusprobleme, ne? So, gleich haben wir es geschafft. So. Oh, die kann man also auch. So, erstmal hier sortieren. Dass man die Dinger übertakten kann, finde ich klasse. So, dann kann ich jetzt erstmal alles wieder anmachen, was aus ist. Okay, der ist an. Der ist auch an. Welche sind denn überhaupt aus? Der tiltet mich ein bisschen, diese Scheißfigur da. Also eigentlich müssten alle an sein. Nehmen wir mal ein paar Platten mit. Ach so, ja, hier kommen die Schrauben raus.
Hiervon sind leider nicht so viele drin. Kabel, können wir genug Kabel herstellen? Ja. Können wir sogar tatsächlich. Milestone reached. Buildings aimed at factory traversal, including several different categories of jump pads, can now be accessed in the build menu. Caution is recommended during use of these products. Okay. So, jetzt haben wir hier zweimal Kohle. Jetzt kann ich die natürlich nicht bauen, weil ich kein... Fahr runter, ist okay, ist okay, ist okay, ist okay. Überhaupt kein Problem. Hallo? Nehmen wir mal ein bisschen Kupfer mit. So, die Blätter tun wir direkt hier rein und das Holz. Das will ich nicht im Inventar haben. So. Dann haben wir direkt auf jeden Fall genug Draht, um das da oben fertig zu bauen, hoffe ich. Und dann können wir endlich unsere Kupferproduktion aufbauen. Wurde aber auch mal Zeit hier nach 100.000 Jahren. Wir müssen unsere Betonproduktion auch langsam nochmal hier aufbauen. So. Wie viel Platz habe ich immer gelassen? Ja, müsste passen. So, Kupferbarren und hier haben wir nochmal einen Metallbarren. So, jetzt brauchen die natürlich auch Strom. Wie kriege ich denn jetzt hier den Strom hoch? Krieg ich denn jetzt den Strom hier hoch?
Das gibt's doch jetzt nicht. Strom. Geht das wenigstens durch Wände durch? Ja, muss es ja. Ich habe ja unten zugebaut. Einfach mal übelst daneben gebaut, okay, ja, passiert. So, jetzt haben wir hier die Kupferproduktion. Da habe ich mich schon drauf gefreut. Na, ich kann ruhig ein bisschen näher. So. Der macht den Draht. Oh, by the way, die machen alle Draht, ne? Ach, jetzt fehlen mir hier die Platten, ey. Ich glaube, es hakt. Ah ja, ich habe ja Fallschaden, habe ich ganz vergessen. Mist. Und wieder weg mit den Nüssen. So, stellen wir noch mal ein bisschen Draht, ein bisschen Kabel her. So, das heißt, wir müssen jetzt eigentlich auch ganz viele von diesen Leuchtviechern sammeln. Ein Aufzug wäre auch nicht... Moment mal. Boah, ich wollte den in der Mitte, dass der einen hier so hochkickt. Das wäre doch geil. So, Produktion. Ist eigentlich unnötig, dass sie so krass verbunden sind. So, wo machen wir jetzt die Kabeldings dran?
glaube, wir machen die Kabel hier dran, oder? Wir können es ja später noch umswitchen. So, Kabel. Das ist aber ein großer Freiraum, oder? Naja, kann man dran vorbeispringen, ist doch gut. So, wie sieht's hiermit aus? Auf jeden Fall hier nochmal einen. Und der verbindet sich mit dem. Okay. Müssen wir nochmal gucken, wie wir den da hinten übernehmen. Ob wir die auch hier hochbauen. Weil ich glaube, unten war jetzt nämlich kein Platz mehr. Weil eigentlich wäre hier schon noch Platz. Wieso habe ich denn hier das weggerissen? War wohl der Meinung, das passt nicht. So. Ach, mir fehlen die Kupferstangen. Ja, hier haben wir ein paar drin. Was heißt Kupferstangen? Die Metallstangen. Das ist okay so. Mist. So, die brauchen natürlich noch Strom, aber der da hinten war an, ne? Oder habe ich den ausgemacht? Ne, der war an. Ich bräuchte hier auch noch einen Eingang. Thank you.
Wieso kommt denn von hier oben nichts? Na. So. Drei Stück. Was ist mit dem hier los? Ach so. Gut geschafft und jetzt hänge ich hier, okay. Yeah. Oh. Stimmt, ich wollte die... Da habe ich die Dings, ich muss die Rotorenproduktion noch bauen. Aber da steht mir die Person im Weg. Das war das Problem, genau, ich erinnere mich. Gucken wir mal, was brauchen wir? Schrauben und von diesen Dingern. Hier stellen wir die Dinger her. Ich hole mal verstärkte Eisenplatten. Boah, das mit den der braucht aber echt lang hier. Ich nehme mal einen Stack. Tu mal einen Stack rein. Meins. 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 Wieso ist denn die Effizienz so gut? Meins. Also schlecht. Wie kann ich denn die erhöhen? Außer mit den Dingern. Komm, ein noch. Also nach dem ein noch. Meins. 12 Sekunden. Krass, ey. Und meins. So. Ja, hier geht jetzt leider nicht. Ja, jetzt habe ich hier auch nicht genug Freiraum. Dann machen wir das ganz einfach so. Ist jetzt ein bisschen doof, ne? Was sollte der nochmal machen? Der hat die Stangen. Dann sollte der die Schrauben machen, genau. Würde ich den auch noch einen weiter nach hinten hinkriegen? Das wäre jetzt mal interessant, wenn die so wirklich direkt nebeneinander wären. Das würde sogar funktionieren. So habe ich den Typen umgangen und ich komme nicht hier mit. Das war ja auch ein bisschen eng. Weil ich den wahrscheinlich sogar noch eins hätte nach rechts machen können. So, jetzt muss ich so einen Teil hier hinbauen. Am besten, dass der mittig ist, ne? Nicht genug Freiraum.
So, der ist voll. Sieht doch gut aus. Ach Scheiße. Kann ruhig noch ein bisschen weiter nach hinten. Wir probieren es mal so. Ja. Jetzt fehlen mir die Stahlplatten, ich glaube es hackt. So. Zu teuer. Die Kabel haben wir die schon gemacht oben. Wir müssen noch mal, wir müssen noch einen Weg nach oben bauen. Komm, wir bauen hier in die Ecke jetzt noch einen Weg nach oben. So. Ja, der hat noch gar keine Aufgabe. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Und was macht der? Wir haben gar keine Ressourcen. Ja, okay. Oh, die Folge ist vorbei, sehe ich gerade. So, wer braucht jetzt noch Strom? Der hier. Was mit dem hier? Okay, der muss Stangen herstellen. Die Stangen werden hier zu Schrauben. Ui, da sieh mal einer an. Da haben wir unser Limit erreicht. Ja gut, ich würde sagen, das gucken machen wir dann in der nächsten Folge. Da würde ich sagen, holen wir uns noch ein paar von, also gehen wir auf Tour, holen uns noch ein paar Dinger. Oh, und dann müssen wir hier, machen wir hier die Dinger voll. Alle. Also wir brauchen mindestens 5 Stück.
doch alle Missionen. Also ich weiß, als ich damals den gebaut habe. Brauchte ich für Tech 3 den hier? Hm. Den Turbodraht können wir ja noch nicht. Egal. Okay, das machen wir alles in der nächsten Folge. Also bis dann. Ciao!